interessanter Sandfall. So, wir gehen aber einfach mal hier vorne lang. Hier sollten wir es ja dann auch hochschaffen, denke ich mal, oder? Ja, natürlich. Okay. Auf gen Westen. Wir können auch mal hier unten mit gucken, da wo es ein bisschen oasig ist. Ob da vielleicht irgendwas mit rumkriecht, was unser Interesse wecken könnte. Denn ich weiß gar nicht, waren wir überhaupt schon im Westen? Nee, ne? Denn das haben wir noch gar nicht weiter erforscht eigentlich. Und da müssen wir auch mal ein bisschen mit schauen. Denn so ein paar Sachen gibt es ja auch noch zu entdecken. So, hier jetzt aber gerade nicht viel mehr als den kleinen Oasensee. Der aber ziemlich idyllisch ist, muss ich sagen. Idyllisch, ja. Idyllisch ist, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich gut. Ein bisschen Snappercrowd für zwischendurch. Okay, und dann gehen wir halt auch weiter nach Westen. War wirklich bloß eine kleine Oase. Ohne tieferen Hintergrund. Und dann laufen wir mal. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ich habe ja hier die andere mit offen. Okay, wir müssen bis hierhin ungefähr, glaube ich. Da, wo die Cursorspitze ist. Das müsste der Punkt sein, an dem Nefarius ist. Also wir steuern direkt drauf zu. Es ist aber noch ein gutes Stück. Und ich würde sagen, auch wenn wir direkt drauf zusteuern, ich schau mal hier unten bei der Oase, ob das vielleicht noch irgendwas ist. Sind halt nur mal Anlaufpunkte, um irgendwelche NPCs zu finden. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob es hier noch irgendwas Großartiges gibt für uns. So, hier ist nichts außer einer Ruine. Da werden wir höchstens mal einen Ogre drinne finden wahrscheinlich. Und hier? What? Okay, da sind auch keine. Ich lasse die Sandcrawler jetzt einfach mal, wo sie sind. Können für sie, vor sich hin crawlen, wie sie wollen. Ich lasse es einfach mal. Schön. Ich mag die Wüste, die ist einfach schön. Ich mag auch diese Weite und diese Ruhe. Es ist irgendwie nicht so wie in Nordmar, da hat man zwar auch irgendwo so eine Ruhe, aber man wird immer so gehetzt von diesen Massen von Viechern. Und es kann hinter jeder Ecke ein übelstes Rudel lauern, was total nervig ist, während hier wirklich man einfach mal diese Ruhe und Weite auch genießen kann ein bisschen. Was höre ich denn hier immer? Klingt, als ob jemand mit der Schaufel arbeiten würde. So. Hier die alten Überreste einer Siedlung. Wer weiß, was hier mal stand. Ogre, hallo! So, ich gucke mal noch mal kurz auf die Karte. Okay, wir müssen also in diese Richtung gehen. Wir halten uns jetzt mal nicht lange mit irgendwelchen Viechern auf, würde ich sagen. Das haben wir schon lang genug oder oft genug gemacht in diesem Spiel. Sondern wir gehen mal wirklich weiter hier zu Nefarius, der irgendwo hier vorne sein sollte. Aber ich glaube, der stand... Ach ja, da vorne ist das Zelt. Das Zelt ist nämlich mitten im Nichts eigentlich. Ich weiß nicht. Nee, wir waren ja noch nicht, glaube ich, ne? Frage ich mich jetzt schon zum dritten Mal, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir im Rahmen des Let's Plays hier schon mal waren. So, ein paar Sandworker. Und da hören wir ihn schon. So, bevor wir ihn töten, werden wir aber natürlich erstmal Quests zu ihm erledigen. So, das war's für den. Er hat sogar einen nomadischen Moonwalk-Lurker. Dem hast du's gezeigt. Das war's mit dir. Der hat sogar einen nomadischen Begleiter, der hat aber keinen Namen. Also der ist unbedeutend quasi. Der ist halt einfach nur da, weil die Assassinen, die Nomaden und die Wassermagier zusammengehören. Damit man diese Einheit auch mal so ein bisschen hier noch sieht. So. Schauen wir, ob es hier unten drin irgendwas gibt. Sieht aber nicht danach aus. So, okay. Dann schnell zu Nefarius.
nochmal kurz das Vieh untersuchen, das die hier platt gemacht haben. Okay, vielleicht auch nicht. Bonjour. Gut, dass du da bist. Du kommst zur rechten Zeit. Tatsächlich. Du wirkst aufgeregt. Ich stehe kurz davor, das Geheimnis um Haran Ho zu lüften. Und du kannst mir dabei helfen. Erzähl mir von Haran Ho. Haran Ho war ein großer Krieger des alten Volkes. Seine Reisen führten ihn tief in die Wüste. Dabei lernte er die Lebensweise der Nomaden kennen und schätzen. Schließlich gab er sein altes Leben auf und schloss sich den Nomaden an. Und weiter? Seine Entscheidung erzürnte die Herrscher des alten Volkes. Auf ihren Befehl hin machten sie Jagd auf Haran Ho. Und jetzt kommt's. Haran Ho erkannte jedoch die Weisheit der Wassermagier und verstand die Mächte Adanos. So gelang es ihm, seine Verfolger immer wieder aufzuhalten. Heißt das, er hat Zauber gewirkt? Davon gehe ich aus. Ja. Wie geht die Geschichte weiter? Schließlich gelang es den Kriegern des alten Volkes, Haran Ho zu töten. Doch die Nomaden stahlen seinen Leichnam und brachten ihn in ein Grab. Und du weißt, wo das Grab ist? Sie brachten ihn in ein steinernes Grab im grünen Tal. Eine Höhle? Ja. Sind dir schon die abgestorbenen Bäume aufgefallen? Du meinst, das sind die Reste vom grünen Tal? Genau. Dort finden wir sein Grab und mit ein bisschen Glück auch seinen Zauber. Lass uns zusammen das Grab suchen. Gut. Ich bin bereit. Aber du gehst vor. Ist in Ordnung. Bringe Nefarius zum Grab. Ich bring dich weg. Von Haran Ho. Okay, das wird interessant. Haran Ho ist halt eigentlich der... Lass mich. Der erste Nomade sozusagen. Die Frage ist, wo sind jetzt diese abgestorbenen Bäume? Da vorne ist nichts abgestorben. Eher da, ne? Ja. Genau, das ist doch diese Ecke da, dieser Spalt. Ey, nicht auf mich schießen, ja? Ein Mist, viel weniger. Gut gemacht, ich hasse die Viecher. Nefarius, du hättest auch ruhig mal schießen können. Ich hab den eigentlich für dich gelassen. Wurzel, was kümmere dich besser um deinen Kram? Ich will ja auch gar nichts von dir, du blöder Sklave. So. Genau, da müssen wir hier hin. Haran Ho ist quasi auch der erste richtig namentlich erwähnte Nomade. Also, der ist halt schon so ein kleines Leitbild auch irgendwo. Und, wenn ich mich recht entsinne, ist der Zauber von Haran Ho ein druidischer und kein wassermagischer. Ich finde das aber sehr schön, weil er eben, weil es eben die Verbindung zwischen Waldvolk und Wüstenvolk auch darstellt. Dass die Druidenmagie irgendwo, also dass die Druiden auch Kinder Adanos sind und quasi seiner Schöpfung dienen. Nämlich den Naturgeistern. Darüber hatte ich ja schon mal ein bisschen erzählt. Viel weniger. Wenn ich mich entsinne, über die Naturgeister. Du hast. Und kann ich dann auch noch mal ein bisschen, aber wir gehen erst mal rein. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das wirklich das so war. Das war's mit dir. Ich würde sagen, Mistvieh. Wir gehen erst mal rein und finden seinen Zauber und dann schauen wir mal weiter. Wenn wir uns dann irgendwann durch diese Unmengen von Schakalen durchgemetzelt haben. Kommst du? Ja, hält Schritt. Sehr gut. Hier sieht's aus. So, da drüben sind noch mehr Schakale. Die lassen wir jetzt mal. Okay, wir können sie nicht lassen, glaube ich, weil sie überall sind. So, gehen wir mal auf den hier. Der ist gerade alleine. Das war's mit dir. Du Mistvieh. So, ja. Ach, hier vorne ist die nächste Gruppe. Okay, wir kämpfen uns einfach mal zum Eingang durch. Das kann nicht mehr so lange dauern. Wir müssen ja nicht jeden Schakal töten. Aber jeden zweiten. So. Ein Mistvieh weniger. Eigentlich ist es ganz schön, wenn man so einen Wassermagier als Begleitung mit dabei hat. Der einem ein bisschen hilft. Das Problem ist, er ist halt ein bisschen langsam mit dem Angreifen. Ne? Er greift immer ein bisschen zu spät an. Und dann auch nicht so zielsicher, habe ich das Gefühl. So, hier hoch. Der sieht ja sympathisch aus. Ho! Was bist du? Ein Gargoyle! Haben wir überhaupt schon mal gegen Gargoyles gekämpft? Ich glaube nicht. Wo gehst du hin? Bleib hier. Yeah, schön. So, das wäre erledigt. Wir können auch nichts mitnehmen von denen, das ist schade. Aber das ist halt wie mit den Tempeln so ein bisschen. Man hat halt...
so ein bisschen mythische Tempelwächter, wenn man so will, ne? So, speichern wir mal. Okay, und da vorne haben wir dann... Ist das ein Drachenrest oder was ist das? Also man findet hier immer unglaublich viele Skelette von Drachen oder von irgendwelchen riesigen Kreaturen. Und man muss sich echt fragen, was waren das für Viecher? So. Okay. Das war's für den. Nefarius spielt noch ein bisschen mit dem hier hinten. So, ich helfe dir mal, ja? Ein Mistvieh weniger. Auch wenn du ganz gut ohne mich zurechtkommst, aber so geht's einfach schneller. Hui, riesiger Leichenberg hier. Was ist denn da angestellt worden? Okay. Nehmen wir auch nochmal mit. Und da sind wir schon. Eine Höhle. Sehen wir uns das mal an. Bist du sicher? Ich glaube, ich habe da etwas gehört. Natürlich hast du was gehört. Solche Höhlen sind immer voller Monster, Untoter oder sowas. Ach was? Wirklich? Das ist nicht die erste Höhle, die ich betrete. Dann geh doch mal nachsehen. Ich gebe dir Rückendeckung. Sag einfach, wenn du bereit bist. Mann, bist du mutig, Nefarius. Sichere das Grab, okay. Fand ich einen schönen Dialog irgendwie. Solche Höhlen sind immer voller Monster, Untoter und sowas. So, ich speichere aber nochmal. Damit wir dann nicht die Minecrawler nochmal platt machen müssen. Oder hatte ich danach gespeichert? Ich weiß es nicht mehr. Ist halt ein bisschen schade, dass die Höhle eigentlich aussieht wie alle anderen Höhlen auch. Ich meine, gut, sie haben ihn halt in einer Naturhöhle begraben, ne? Aber man hätte da auch so ein bisschen mehr draus machen können, finde ich. Nur irgendwelche Stelen oder sowas, irgendwelche Grabbeigaben hier oder irgendwelche Inschriften in den Wänden. Es war ja nicht irgendwer, den sie hier begraben haben. So, ach, jetzt komm schon wieder, hä? Bleib mal bei deinem da vorne, Nefarius. Ich kümmere mich um den hier. Sehr gut. Viel weniger. So, Grab gesichert. Haben wir das? Dann können wir uns jetzt hier vorarbeiten bis zum Ende der Höhle. War ja jetzt auch nicht so schwer, muss man mal sagen. Okay, ach, scheiß auf die Pilze, die sind mir jetzt egal. Schwarzer Rober, warum liegt der denn hier? Und wer sind eigentlich die ganzen Skelette, die hier sind? Hat sich einer zu Tode gekifft? Um den liegt ein Haufen schwarzer Rober rum. Verrückt. Okay, hier haben wir noch Pilze. Da ist es. Da ist das Grab von Haranho. Wir lesen erstmal fix. Aber das Schwert war von Feuer umgeben. Und Innos war mit ihm. Und Innos sprach zu Roba, steig hinab von den Bergen und besiege meine Feinde. Warum sollte hier was über Innos und Roba stehen? Und Roba führte Krieg gegen die Orks. Und Innos Zorn fuhr auf sie herab. Und Roba war siegreich. Als seine Feinde besiegt waren, sprach Innos zu ihm, hier sollst du dein Reich gründen. Und Roba tat es. Ja, ja, so ist das. Okay. Das kenne ich schon. Ach so, ist das so. Warst du schon mal hier? Gut, Nefarius? Ach, okay. Das Grab ist sicher. Dann können wir uns ja mal in Ruhe umsehen. Genau. Nefarius verlässt die Gruppe. In Ordnung. Er liest sonst noch irgendwas. Und? Hast du den Zauber gelernt? Ah, ich beginne die Zusammenhänge zu verstehen. Es wird reichen, um dir die notwendigen Komponenten beizubringen. Ich werde dich den alten Spruch lehren. Okay. Was ist denn... Ach, alte Magie. Bring mir etwas über alte Magie bei. So, nee, das ist bloß altes Wissen. Eisexplosion. Okay, er hat doch wassermagisch gewirkt, aber ich bin echt der Meinung, dass er irgendwas mit den Druiden am Hut hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf komme, aber irgendwie war mir so. Wollen wir mal einen Zauber? Ach komm, was soll's. Dazu bist du noch nicht bereit. Ach, das ist interessant. Man muss andere Zauber vorher gelernt haben, um das zu können. Das ist cool. Finde ich gut. Ja, dann bleibt's dabei, dass wir keine Zauber können. Und da wir sonst noch nichts mit Nefarius machen können, tu
tut's mir leid. Aber auch er wird jetzt leider von uns scheiden.